Willkommen bei unserer Webseminarreihe zum Thema Cybersecurity. Ich bin Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der Wirtschaftskammer Wien. Was 2020 noch undenkbar schien, ist heute Alltag in vielen Bereichen. Online-Shoppen, Homeoffice und Online-Meetings. Die Digitalisierung hat jedoch auch das Einfallstor für Cyberangriffe vergrößert, was wir als Anlass für diese Reihe nehmen. Wenn plötzlich der Bildschirm schwarz oder blau wird, herrscht Alarmstufe Rot. Auch wenn nur ein Bagger das Datenkabel zerstört hat, es braucht auf jeden Fall einen Plan, wie ich mich technisch und prozessgesteuert auf einen möglichen Ausfall vorbereiten kann. Wie Sie sicherstellen können, dass Ihre Systeme immer im Laufen bleiben, erfahren Sie von Heidelinde Rameder und Nina Burger, beide von T-Systems Austria. Am Ende beantworten die beiden gerne Ihre wichtigsten Fragen. Vielen lieben Dank, Martin Heimhilcher, und Ihnen einen wunderschönen Nachmittag und herzlich willkommen zur Webinar-Serie IT-Sicherheit. Mein Name ist Sandra Thier und ich darf Sie im Namen der Wirtschaftskammer Wien auch sehr herzlich begrüßen. Vielen Dank, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben. Also wir haben ganz, ganz viele Teilnehmerinnen bei uns. Das freut uns wirklich sehr. Da sieht man auch, dass das Thema brisant ist, dass das Thema relevant ist. Wir sprechen heute über das Thema IT. Blackout, welche Gefahr bedeutet das, wie können wir uns rüsten, und da werden wir gleich wirklich wertvolle Tipps und Hintergrundinformationen von unseren Top-Expertinnen bekommen, und ich freue mich auch, Sie gleich anmoderieren zu dürfen. Es findet zum zweiten Mal statt, sollten Sie die erste Folge verpasst haben, hier ein kleiner Hinweis, Sie können die letzte Folge zum Thema E-Mail, das neue trojanische Pferd, auch online nochmal anschauen. Sie finden das unter wko.at/wien/sic, also SIC, da finden Sie die erste Folge, und ich darf auch noch darauf hinweisen, dass noch drei weitere Webinare kommen werden, und zwar am 27. April 16 Uhr zum Thema Scan, Viren und Co. Am 18. Mai haben wir eine Folge für Sie vorbereitet, dann um 16 Uhr mit dem Thema Sicherheitsweste für die IT, und am 21.06. im Juni machen wir dann ein Wrap it all up. Bevor es aber losgeht, noch der Hinweis, auch der zweite Hinweis an Sie. Sie können natürlich Fragen stellen. Sie können auch während der Vortrag läuft einfach eine Frage in den Chat stellen, und am Ende nach dem Vortrag werde ich dann im Namen von Ihnen die Fragen dann an unsere Expertinnen stellen, die Sie gerne beantworten. Bevor es losgeht, freue ich mich jetzt auch noch, den Ingenieur Rüdiger Linhardt begrüßen zu dürfen. Er ist der Vorsitzende der Berufsgruppe der IT-Dienstleister in der Fachgruppe UBIT in der Wirtschaftskammer Wien und seit über 20 Jahren als erfolgreicher IT-Unternehmer tätig. Ich hoffe, du hörst mich gut, lieber Rüdiger. Und gleich mal die erste Frage, IT-Blackout, das ist ja wirklich eine furchtbare Vorstellung. Du als Profi, bist du gerüstet? Wie bist du gerüstet? Ja. Zuallererst einen schönen Nachmittag wünsche ich dir, liebe Sander, liebe Vortragende und natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, das ist ein ganz brandaktuelles Thema. Natürlich bin ich gerüstet. Ich mache das ja auch schon seit 20 Jahren und habe auch die entsprechende Fachausbildung. Das beginnt bei redundanten Leitungen, das beginnt bei entsprechend abgesicherten Prozessen. Das heißt, natürlich kann man sich darauf vorbereiten. Und ich glaube, heute werden wir versuchen, gemeinsam auch Ihnen ein bisschen das Rüstzeug zu geben, dass Sie das gemeinsam mit Ihrem Dienstleister, Ihrer Dienstleisterin auch für Ihr eigenes Unternehmen angehen können. Ja, seit Monaten hören wir auch in den Schlagzeilen immer wieder über dieses berühmte Blackout. Wie real ist dieses Szenario, lieber Rüdiger? Du, das ist immer realer, als man nicht glaubt. Wer hätte vor wenigen Wochen geglaubt, dass wenige hundert Kilometer von unserer Grenze entfernt Atomkraftwerke beschossen werden mit Panzern oder Ähnlichem? Das heißt, das ist nicht zu unterschätzen. Gerade der Strom und das Internet für uns als treibende Kraft der gesamten Wirtschaft mittlerweile. Ohne das geht es einfach nicht. Und es ist nicht zu unterschätzen. Wir müssen uns auch dementsprechend aufstellen, dass wir als Unternehmen die Kernprozesse, unsere wichtigen Themen weitertreiben können, um eine gewisse Resilienz gegenüber solchen Problemen zu haben. Ganz aktuell, brandaktuell im wahrsten Sinne des Wortes. Wer heute zum ersten Mal dabei ist, warum wurde diese Webinarserie ins Leben gerufen? Was steckt dahinter, Rüdiger? Was sind eure Gedanken dazu? Die Grundidee ist ganz einfach, ich meine, uns als Experten ist das ja natürlich klar, aber wir jetzt als Wiener Betriebe, als Wiener Unternehmerinnen und Unternehmer müssen uns einfach mit dem Thema mehr beschäftigen. Und ich möchte gemeinsam mit euch allen in dieser Serie ein bisschen dieses Basis-Know-how rüberbekommen, dass ich weiß, worüber ich mit meinem Dienstleister, meiner Dienstleisterin, die ich aufgrund der Komplexität einfach brauche heutzutage, damit ich auf Augenhöhe kommunizieren kann. Ich weiß,
welche Probleme gibt es, wie kann ich sie angehen, wie kann ich es gemeinsam mit meinem Partner, meiner Dienstleisterin, meinem Dienstleister lösen. Und da glaube ich, werden wir heute auch gemeinsam von den beiden Vortragenden wirklich ein paar interessante Punkte bekommen, wie man mit einfachen Methoden loslegen kann und dann gemeinsam auch komplexe Methoden umsetzen kann. Vielen Dank, Rüdiger. Und auch gut, viele Tipps wünsche ich, viele spannende Tipps. Wir wollen ja lernen. Wir freuen uns jetzt auf die zwei Vortragenden. Und zwar ist es die Nina Bürger. Nina Bürger leitet das Critical Infrastructure Consulting Team der T-Systems Cyber Security. Herzlich willkommen bei uns. Sie erarbeitet Methoden, um mit Kundinnen im Dachraum die nationalen und sektorspezifischen Sicherheitsanforderungen an kritische Infrastrukturen zu erfüllen. Im Fokus liegt bei dem Aufbau von Strukturen und Ermächtigung der Kundinnen, um deren Sicherheitsniveau nachhaltig zu steigern. Schön, dass Sie da sind, Frau Bürger. Dankeschön. Und wir begrüßen auch sehr herzlich in unserer Runde die Heidelinde Rameter. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Nochmal vorstellen, Sie sind nämlich der Head of Security GRC Services Cyber Security bei T-Systems Alpine. Und Ihr Schwerpunkt in Ihrer Tätigkeit ist der Aufbau und die Leitung des Bereiches Security GRC Services. Anforderungs- und Prozessengineering ist ein großes Thema von Ihnen. Entwicklung und Integration von GRC, Informationssicherheitsrisiko, Datenschutz, Business Continuity und Managementsystemen in komplexen Konzernen und Systemlandschaften. Wir sind sehr gespannt, von Ihnen zu lernen und ich bedanke mich für Ihre Zeit und freue mich über Ihren Vortrag. Dankeschön. Danke auch und danke für die netten einleitenden Worte. Wir sprechen heute über Business Continuity Management und warum das im Kontext von IT Blackout wichtig ist. Bevor wir jetzt aber losstarten in das Inhaltliche, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, was unsere Ziele heute eigentlich sind. Und einerseits möchten wir Theorie vermitteln, weil sie notwendig ist. Wir können Ihnen das Fundament nur mitgeben, wenn gewisse Konzepte und gewisse Begriffe Ihnen ein Begriff sind. Wir werden aber, und bitte vertrauen Sie uns, auch wenn Ihnen das kurz vielleicht noch fremd vorkommt, wir werden Ihnen natürlich unsere Praxiserfahrung mitgeben, so gut wir können, runtergebrochen auf das, was für kleine und mittlere Betriebe relevant und wichtig ist. Das übergeordnete Ziel hinter beiden Dingen ist eigentlich nur eines, und zwar Sie zu ermächtigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, zu verstehen, womit Sie da zu tun haben und auch in der Lage zu sein, das Thema anzugehen, beziehungsweise auch in der Beratung von jemanden anderen zu verstehen, was auf Sie zukommt. Wir sind im Consulting zu Hause, wie Sie an unseren Magenta-Folien erklären. Sind wir bei sehr großen Kunden teilweise auch zugange. Wir haben aber auch, wir halten da nichts davon, dass Kunden von uns abhängig werden. Und genau das wollen wir auch bei Ihnen heute schaffen, Sie zu empowern, dass Sie das Thema selbst und mit Unterstützung angehen können. Wenn wir jetzt vom IT-Blackout sprechen und wie schon erwähnt, wurde das ja auch wird in den Medien immer wieder verbreitet. Es werden Bücher darüber geschrieben. Insofern merkt man, es ist irgendwo vielen im Hinterkopf, bei anderen im Vorderkopf. Und wir haben eigentlich nur eine Antwort auf, was kann ich denn tun, damit ich gerüstet bin? Wie kann ich mich vorbereiten? Wie gehe ich mit dem Ernstfall um? Und da ist das Zauberwort, das ist zwar ein großes Wort, aber Zauberwort ist Resilienz. Und wir möchten heute nur noch einmal kurz darauf hinweisen, Resilienz ist ein großer Begriff, da sehen Sie auch die drei Eckpfeiler, die wir Ihnen da heute mitgebracht haben. Es ist nicht nur das Business Continuity Management allein, das notwendig ist, um Resilienz für Ihre Organisation und Ihre IT aufzubauen, sondern auch in Kombination mit Informationssicherheit und mit Krisenmanagement, also der Bewältigung, dem Umgang mit Krisen. Weil das alles doch sehr viel ist, besprechen wir heute mal das Business Continuity Management. Sie sehen auch, das sind fließende Grenzen. Also das hat nicht das eine hier, die eine Grenze und die andere ist dann direkt daneben. So leicht lässt sich das einfach nicht abgrenzen. Aber Business Continuity Management ist einmal eine Sache, auf die wir uns heute konzentrieren können und auch ihre
hat auch Einfluss auf das IT-Service Continuity Management. Also nicht nur die Organisation selbst, die sie absichern, sondern auch ihre IT in der Organisation, damit das alles besonders gut läuft. Wir beginnen einmal mit, warum Business Continuity Management existiert, was der Punkt ist und was das überhaupt genau bedeutet. Worum geht's? Beim Business Continuity Management wird die organisatorische Widerstandsfähigkeit, also die Resilienz, ins Auge gefasst und soll aufgebaut werden. Das soll für Sie heißen, wenn ein Notfall eintritt, sollen Sie in der Lage sein, Ihr Tagesgeschäft weiterzuführen. Und das kann eine Make-or-Break-Situation sein. Das kann bedeuten, dass Sie das schaffen, das Tagesgeschäft aufrechtzuerhalten und als Firma weiter existieren oder möglicherweise sich von dieser Krise oder dem Notfall nie wieder erholen. Warum machen wir das oder warum sollten Sie das machen, ist einerseits einmal das Ziel, das wichtigste Ziel, die Wiederherstellung des Normalbetriebs. Das heißt, so schnell wie möglich aus der Krise wieder herauszukommen. Das ist einmal dieser grundlegende, das ist das Fundament, mit dem wir heute beginnen werden. Ein zweiter Schritt, der dann aber meistens erst nachgelagert ist, ist die Prävention von solchen Zwischenfällen. Das heißt, nicht nur einerseits die Reaktion vorbereitet zu haben, sondern auch möglichst viel vorher schon abzufangen. Wie Sie das tun, ist mehr oder weniger sich die Frage zu stellen, auch was ist das Schlimmste, das mir passieren kann? Aber die Frage, sich ernsthaft durchzudenken. Also was könnte mir passieren, dass mein Betrieb, mein Unternehmen, meine Organisation in die Knie zwingen könnte, kurzfristig oder langfristig? Und sich dann die Frage zu stellen, wie schaffe ich das zu verhindern? Wie reagiere ich in so einem Fall? Wir haben auch bei den KMU, im KMU-Sektor natürlich, wenn man sich einmal ansieht, wie viele Unternehmen in der EU dem KMU-Sektor angehören, 99%, natürlich ein Rieseninteresse daran, dass das Thema Business Continuity Management auch kleineren Unternehmen zugänglich gemacht wird. Und genau deswegen sind wir heute hier, weil eines von fünf erstellt IT-Notfallpläne. Das ist keine besonders gute Ausgangslage und wir möchten dafür sorgen, dass Sie bald zu diesen Unternehmen gehören, die solche Notfallpläne tatsächlich erstellen. Das Allerwichtigste, das Sie sich zu Beginn einmal fragen können, jetzt können wir auf die nächste Folie gehen, danke, ist, welche Geschäftsaktivität, welche Ressourcen ist in meinem Unternehmen so essentiell, dass sie zur wesentlichen Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes beiträgt. Umgekehrt auch die Frage, welche Ressource, welche Geschäftsaktivität, wenn ich sie verlieren würde oder nicht mehr ausführen kann, würde den größtmöglichen Schaden erzielen. Also man denkt hier schon sehr stark in Worst-Case-Szenarien, fühlt sich nicht immer gut an, aber ist insofern wichtig, um sich einfach möglichst gut vorzubereiten auf das Ganze. Wir zeigen Ihnen schematisch noch einmal, warum es so wichtig ist, sich diese Frage zu stellen und was es für einen Unterschied macht, ob Sie mit oder ohne Business Continuity Management arbeiten. Sie sehen in dieser Abbildung auf der horizontalen Achse die Zeit und auf der vertikalen Achse den Geschäftsbetrieb in Prozent. Das bedeutet, dass wie viel Ihres Normalbetriebes Sie aufrechterhalten können. Und Sie sehen in blau, Entschuldigung, kurze Verwirrung mit den Farben, Sie sehen in blau die Schadensbewältigung mit Business Continuity Management und in orange ohne Business Continuity Management. Und da sehen Sie ein paar sehr, sehr wichtige Unterschiede und warum es uns so wichtig ist, dass das eine Nachricht ist, eine Message ist, die viele Unternehmen erreicht. Zu Beginn tritt ein Schadensereignis ein, der Geschäftsbetrieb ist auf 0%. Es ist einmal der allererste wichtigste Unterschied oder wichtiger Unterschied zwischen mit und ohne BCM, wie früh Sie realisieren, dass was passiert ist. Weil wann merke ich denn, dass meine Telefonleitung gerade nicht funktioniert? Wie viele Stunden läutet es denn schon nicht mehr, bis ich realisiere, dass es zu ruhig ist? Selbe mit den E-Mails. Oder wann merke ich, wenn ich im zweiwöchigen Betriebsurlaub bin, dass eingebrochen wurde? Das heißt, die Alarmierung oder mögliche Meldemöglichkeiten von
Schadensereignissen ist ein ganz, ganz wichtiger Eckpfeiler von Business Continuity Management. Und Sie sehen dann in Blau, dass der Wiederanlauf in einen Notbetrieb, das ist natürlich der erste Schritt. Ich muss einmal sehen, dass ich irgendwie über die Runden komme, möglichst gut, so dass mein Tagesgeschäft weiterlaufen kann, während ich parallel den Normalbetrieb wieder hochfahre. Und das sehen Sie in Blau, geht relativ schön nach oben, weil es geplant ist, weil man genau weiß, was man tun muss und weil einfach die Anweisungen für den Schadensfall direkt vor Ihnen liegen und Sie wissen, was Sie tun. Und Sie gehen dann relativ gerade rüber im Notbetrieb, bis es dann wieder raufgeht zu 100% Normalgeschäftsbetrieb. Bei der Schadensbewältigung ohne BCM sehen Sie in Orange, erstens einmal kommen Sie später drauf, dass was passiert ist. Zweitens geht es dann einmal ein bisschen auf und ab. Und wir können Ihnen garantieren, ich meine, es macht prinzipiell keinen Spaß mit oder ohne BCM, aber Schadensbewältigung ohne ist einmal noch um ein Eck chaotischer. Und wenn Sie wissen, was für Unternehmen da teilweise auch, je nachdem, was passiert, auf dem Spiel steht, ist es wahnsinnig stressig. Das heißt, es ist total wichtig, möglichst gut vorbereitet zu sein, die Ruhe zu bewahren und schnell wieder in den Normalzustand zurückzufinden. Jetzt ist Business Continuity Management natürlich ein teilweise sehr großes Unterfangen, natürlich, ja, hängt davon ab, was Sie tun und wie viele Leute auch involviert sind. Und es sind viele Schritte, die Sie da befolgen müssen. Aber es gibt einen Umsetzungsleitfaden. Und wir nehmen das heute mal als Beispiel her, was die wirklich vier wichtigsten Schritte sind zu Beginn, die Sie durchlaufen, um ein Fundament aufzustellen. Das Wichtigste ist, das sehen wir auch bei unseren großen Kunden, die teilweise in 30 Ländern Niederlassungen haben, die sich einfach zu viel vornehmen. Egal wie groß sie sind oder klein sie sind, zu viel vornehmen, funktioniert einfach nicht oder zumindest nicht so gut wie klein anzufangen und darauf aufzubauen. Unser Tipp daher, fokussieren Sie sich auf das Wichtigste, bauen Sie mal die Grundlage auf und dann gehen Sie weiter. Und Sie sehen in diesen Zahnrädern, diese vier Schritte, die wir Ihnen heute mitgebracht haben, sind auch die nächsten vier Abschnitte, die wir Ihnen erläutern werden und die greifen ineinander. Also es ist nicht nur zufällig so dargestellt, sondern was das der Output vom einen Schritt ist, ist der Input vom nächsten Schritt. Und wir starten mit der Business Impact Analyse und da darf ich einmal an meine Kollegin Heide Linde übergeben. Vielen Dank. Ja, die Business Impact Analyse, kurz auch gerne BIA genannt, ist der erste wichtigste Schritt in einem vollumfänglichen Business Continuity Management System. Das Ziel ist es, die geschäftskritischen Prozesse und deren Abhängigkeiten zu identifizieren und diese hinsichtlich der Auswirkungen eines Ausfalls mit unterschiedlichen Zeithorizonten zu bewerten. Und üblicherweise hat man hier die vier Schadenbereiche, wie hier dargestellt, also hinsichtlich finanzieller Auswirkungen, Beeinträchtigung der Aufgabenerfüllung, den Verstoß gegen Gesetze oder Vorschriften und Verträge, negative Innen- und Außenwirkungen, die auch einen Image-Schaden einherbringen können und auch die, natürlich am wichtigsten auch die Beeinträchtigung der persönlichen Unversehrtheit Personen. Und wir möchten diese Prozesse eben dahingehend identifizieren. Ich möchte Ihnen dann noch ein paar wichtige Begriffe dazu näher bringen. Wir haben schon einige dieser Begriffe verwendet, wie Krise, Notfall, Störung. Und da ist es auch so, dass das im klassischen Business Continuity Management differenziert wird. Also eine Störung in diesem Fall ist eine Situation, wo in der die Prozesse und Ressourcen nicht wie vorgesehen zur Verfügung stehen, aber normalerweise innerhalb eines Normalbetriebs wieder behoben werden können. Und daher können Störungen natürlich auch zu einem Notfall eskalieren. Also empfiehlt es sich, diese zeitnah zu beheben. Notfälle auf der anderen Seite sind Unterbrechungen des Geschäftsbetriebs, die mindestens einen zeitkritischen Geschäftsprozess betreffen.
und nicht innerhalb des Normalbetriebs, innerhalb der maximal tolerierbaren Ausfallzeit wiederhergestellt werden können. Und für Notfälle liegen üblicherweise Notfallpläne vor. Und es ist aber auch eine besondere Aufbauorganisation, kurz BAO, erforderlich. Eine besondere Aufbauorganisation ist nichts anderes als eine Organisationsstruktur, die von der Organisation im Normalbetrieb abweicht. Ja. Es kann eine einzelne Person auch sein, die im Fall eines Notfalls oder einer Krise eben besondere Zuständigkeiten und Entscheidungsbefugnisse hat. Also im Vergleich einfach aber auf die außergewöhnliche Situation angemessen und schnell reagieren kann. Eine Krise in weiterer Folge ist ein Schadenereignis, das sich auf eine massive Art und Weise negativ auf das Unternehmen auswirkt und die natürlich auch nicht im Normalbetrieb bewältigt werden kann. Es liegt natürlich auch im schlimmsten Fall keine ausreichenden Notfallpläne vor und es ist dahingehend auch oft notwendig, die BAO zu erweitern, also vielleicht auch ad hoc darauf zu reagieren, auf die besonderen Eigenschaften der Krise. So klassische Situation war natürlich die Corona-Krise. Also die war eine Krise, die eben nicht vorhersehbar ist oder war für die meisten Menschen. Aber es können eben auch Krisen aus Störungen und Notfällen entstehen. Weitere wichtige Begriffe sind auch im Rahmen der Business Impact Analyse und auch den Service Providern, wenn Sie beispielsweise auch in der IT auf Cloud Provider zugreifen, im Rahmen von Service Level Agreements wichtig und wichtig zu verstehen, was diese bedeuten. Zum einen haben wir die Maximum Tolerable Period of Disruption, zu Deutsch die maximal tolerierbare Ausfallzeit. Betrifft die maximale Ausfalldauer eines Geschäftsprozesses, bis eben nicht tolerierbare Auswirkungen auftreten. Die RTO, Recovery Time Objective, deutsch die geforderte Wiederanlaufzeit, ist der Zeitraum vom Zeitpunkt des Ausfalls einer Ressource bis zur Inbetriebnahme der Notfalllösung. Zum Beispiel eben durch das Zurücksetzen von IT-Systemen auf den letzten gesicherten Zustand. Und zu guter Letzt die Recovery Point Objective, der maximal zulässige Datenverlust, also insbesondere auch, wenn wir an Backups denken. Was ist denn das maximale Alter der verfügbaren Daten, die für einen sinnvollen Notbetrieb notwendig oder beziehungsweise wie alt dürfen diese Daten maximal sein, damit ich in einen Notbetrieb komme. Das Notbetriebsniveau definiert die Leistungsfähigkeit des Notbetriebs, um eben einen sinnvollen Geschäftsbetrieb zu ermöglichen. Und die Grafik dazu, die Sie hier sehen, drückt es im Relevanz zum Schadenereignis sehr gut aus. In der Business Impact Analyse ist eben das Ziel, die geschäftskritischen Prozesse und Abhängigkeiten zu identifizieren. Und auf dieser Folie sehen Sie die Möglichkeiten hinsichtlich der Schadensszenarien und Kategorien. Und hier gibt es natürlich diverse Standards, die Sie dahingehend auch schon nutzen können. Ja. Und Sie sehen auch ganz klar auf der linken Grafik, dass Sie hier wiederum in Abhängigkeit von Zeit und Schadenpotenzial für jeden geschäftskritischen Prozess die maximal tolerierbaren Ausfallzeiten identifizieren können und die Beeinträchtigung auf das Unternehmen. Und das ist eben das, was man zu Beginn in einer Business Impact Analyse auf alle identifizierten kritischen Geschäftsprozesse anwendet. Das ist jetzt alles sehr theoretisch gewesen.
Wir haben hier auch ein paar Praxisbeispiele mitgebracht. Also was sind beispielsweise für eine Tierärztin die kritischen Geschäftsprozesse und Ressourcen? Welche Abhängigkeiten kann es da geben? Also wenn man sich das so vorstellt, klar, Tierärzte und Ärztinnen ist wahrscheinlich die telefonische Erreichbarkeit ein sehr kritischer Prozess. Insbesondere im Notfall, wenn ich als Tierarzt oder Tierärztin nicht verfügbar bin für meine Kunden, in einem Notfall für den Kunden, dann ist das natürlich kritisch und ich kann im schlimmsten Fall sehr viele Kunden auch verlieren. Letztendlich auch die Diagnose und Therapie, da ist es notwendig, dass die Daten verfügbar sind hinsichtlich Anamnese und Krankendaten der Haustiere. Die physische Verfügbarkeit der Praxis natürlich auch. Dann auch hatten wir in der Corona-Krise beziehungsweise der derzeitigen auch Supply Chain-Krise Probleme mit der Zulieferung von Medikamenten, die dann zum Teil nicht mehr verfügbar waren. Aber auch Fakturierung ist natürlich in den meisten Unternehmen ein wichtiges Thema. Ein anderes Beispiel, das wir herangezogen haben, war eine Werbeagentur, sehr im digitalen Raum. Und hier sind dann insbesondere IT-Systeme und digitale Systeme besonders relevant auch. Also wenn man sich überlegt, den Vertrieb wird man wahrscheinlich abhängig sein von E-Mail, möglicherweise von einem Webshop, also generell von Kundendaten oder im Rahmen der Auftragsabwicklung werden die ganzen Tools und Cloud-Services, falls diese verwendet werden, der Zugriff darauf essentiell sein. Also Top-Szenarien, die wir haben heutzutage im Rahmen und betrachten, oft im Rahmen eines BCMs, ist natürlich Datenverlust. Wir werden immer mehr und mehr von Digitalisierung und Daten abhängig. Ausfall von Kommunikationsnetzen. Also alleine heute sieht man wieder, wir sind alle verbunden über ein Webinar. Und da ist es notwendig, dass das Internet funktioniert, dass wir direkt erreichbar sind. Aber auch, was man nicht vergessen darf, Personalausfall, insbesondere im KMU-Bereich, wo man vielleicht abhängig ist von bestimmten Personen im Unternehmen. Und zunächst auch hinsichtlich Dienstleister und Lieferanten, Stichwort Supply Chain. Nicht zu vergessen sind auch die physischen Aspekte, die zu tragen kommen können, Wasserschaden, Einbruch, Stromausfall. Hier haben wir ein simples Formular dargestellt. Wir haben zum Schluss auch einige Quellen, die Sie auch nutzen können. Also man muss diese Dinge nicht neu erfinden. Es gibt Standards, es gibt Formulare, die hier unterstützen können. Also hier im Rahmen des Beispiels Vertrieb haben wir die Fragestellung, welche Auswirkungen hat es auf das Unternehmen, wenn dieser Kernprozess, in dem Fall Vertrieb, ausfällt. Und üblicherweise bewertet man das eben hinsichtlich dieser Zeitperioden. Je nachdem, wie zeitkritisch gewisse Prozesse sind, kann das natürlich auch granularer stattfinden. Und in weiterer Folge, welche Auswirkungen hat der Ausfall des Prozesses auf das Unternehmen? Und dann in weiterer Folge die Abhängigkeiten zwischen beispielsweise IT-Systemen. Also welche IT-Systeme sind denn für den Notbetrieb des Vertriebes erforderlich? E-Mail-Server, wenn dieser im Vertrieb stark zur Anwendung kommt. In weiterer Folge, was für Alternativen habe ich denn im Falle, dass mein E-Mail-Server nicht erreichbar ist oder down ist? Kann ich auf einen Webmail-Account zugreifen, allein auf den hinsichtlich des Versands? Und welche IT-Dienstleister sind denn für den Notbetrieb des Prozesses zwingend erforderlich? Hier ist es sinnvoll, vielleicht auch direkt zu überlegen, ob es Alternativen gibt oder um Redundanzen aufzubauen. Der nächste Pfeiler in Business Continuity Management ist dann die Strategieentwicklung, wo ich wieder auf meine Kollegin verweisen darf. Die Strategieentwicklung ist im Endeffekt ein schönes Wort für
Maßnahmenplanung, wenn man das so hernehmen möchte. Alles, was in der Business Impact Analyse herausgekommen ist, also die Prozesse, von denen sie wirklich stark abhängig sind, beziehungsweise vielleicht auch das Fortbestehen ihres Unternehmens stark abhängig ist und die damit verbundenen Ressourcen, seien das jetzt physische Gebäude, Personen, IT-Systeme, die müssen nun in die Strategieentwicklung mit einbezogen werden. Sie sorgen bei der Strategieentwicklung dafür, dass sie die Auswirkungen von Ausfällen, also von Arbeitsplätzen, Personal, IT-Dienstleistern, dass sie die möglichen Auswirkungen reduzieren. Sie machen das, indem sie mögliche Vorhergehensweisen, also Vorgehensweisen einfach einmal durchdenken und auch bewerten und dann für sich die richtigen herauspicken. Und natürlich gibt es auch dort Rahmenwerke, mit denen Sie das durchgehen können. Wir haben natürlich auch Beispiele mitgebracht. Aber wie Sie sehen an diesem Trichter auf der rechten Seite, es wird viele mögliche Strategien geben grundsätzlich, aber nicht jede dieser Strategien wird in Ihrem Kontext Sinn machen. Und da ist genau wieder derselbe Ratschlag wie vorhin. Ein sehr, sehr elementarer, konzentrieren Sie sich einmal auf das Wichtigste, wirklich das, was Ihnen am gefährlichsten werden könnte, wenn es ausfällt, ist einmal die allererste Priorität in der Strategieentwicklung. Wenn wir uns das jetzt ansehen am Beispiel von der Tierärztin und der Werbeagentur. Sie sehen, in beiden steht einmal das allererste Wort redundant. Redundanz ist einer unserer Top-Vorschläge. In vielen Fällen kann man sich ohne Redundanz prinzipiell sowieso nicht einmal überhaupt über Notfall drüber helfen. Also wir reden von einer redundanten Telefonleitung oder einer Umleitung bei der Tierärztin zum Beispiel oder möglicherweise, dass man auf die Website zum Beispiel auch eine zweite Telefonnummer sogar einfach angibt, wenn man sagt, man hat so eine Art Notfallhandy oder was Vergleichbares, dann ist das schon einmal eine Art von Redundanz, die Ihnen so im Fall wirklich einmal helfen kann. Lieferanten sind ein sehr, sehr großes Thema. Das beschäftigt auch Unternehmen aller Größe. Wie manage ich meine Lieferanten, Lieferantinnen und die Lieferkette, die dahinter steht? Das ist unheimlich komplex teilweise, aber auch hier, wenn da eine Lieferant etwas nicht liefern kann, und das kann jetzt natürlich im Teil, im Beispiel der Tierärztin, das Medikament sein, es könnte aber auch für in einem produzierenden Unternehmen ein Ersatzteil für eine Maschine sein und man hat nur die eine Maschine und ohne das Ersatzteil funktioniert die nicht, dann muss man jemand anderen in petto haben, so gut wie möglich. Dabei ist es dann wieder wichtig zu berücksichtigen, dass diese beiden Lieferanten nicht eventuell vom selben Drittlieferanten beziehen. Wenn ich jetzt Lieferanten habe, die beide aus Russland was beziehen, dann ist das jetzt gerade suboptimal. Dann habe ich vielleicht meine Redundanz, aber sie bringt mir jetzt in der Sekunde dann trotzdem nichts. Und genau solche Feinheiten muss man da auch einfach mit reinbringen. Und das ist, wie wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, mit Lieferschwierigkeiten von Mobiltelefon bis hin zu Schreibtischen, überall ein Thema. Datenbackups natürlich für uns auch aus der IT-Welt ein riesen Thema. Ohne Backups ist es im Ernstfall, wenn Daten verloren gehen, dann vermutlich, wenn überhaupt, nur mehr minimalst möglich, irgendwas zurückzugewinnen. Also das ist ein Thema, das würden wir auch jeden und jeder ans Herz legen. Was wir bei Ärzten, Ärztinnen sehen, egal ob Humanmediziner oder Veterinärmedizinerinnen, eine Vertretungsregelung. Das ist bei Ärzten ganz normal. Viele von Ihnen waren vermutlich schon einmal bei einer Ärztin, ein Arzt ihres Vertrauens und dann haben sie dort eine andere Person vorgefunden, weil Urlaubsvertretung. Das ist dort gang und gäbe, sollte auch in allen anderen Unternehmen so geregelt sein, was es halt de facto nicht ist. Alarmanlage ist natürlich auch ein sehr offensichtliches Beispiel, einfach weil, wie gesagt, um auf den Betriebsurlaub zurückzukommen, kann Ihnen das natürlich passieren, dass Sie einfach einmal außer Haus sind und das wittert jemand und dann wird eingebrochen und Sie merken es halt möglicherweise erst in der Minute,
5 Minuten bevor der erste Patient, Patientin dann eintrifft und dann ist es etwas spät. Bei der Werbeagentur haben wir den redundanten alternativen Internetzugriff. Wenn für 20 Minuten einmal was ausfällt, dann kann man sich mit dem mobilen Hotspot normalerweise helfen. Aber wenn es einmal länger sein sollte, dann ist da auch ein expliziter Plan B zu empfehlen. Auch hier die Datenbackups wieder ein großes Thema. Da seien Sie bitte, bitte vorsichtig, wenn Sie Backups lagern, wo Sie sie lagern, weil sie sollten logisch und physisch voneinander getrennt sein, weil Beispiel Ransomware, das die auch schon ganze Krankenhäuser lahmgelegt hat, wenn sich in einem Netzwerk die Ransomware ausbreitet und alles verschlüsselt und Sie können es nicht entschlüsseln, dann ist auch das Backup weg. Genauso, wenn physisch was passieren sollte und der Server ist halt einfach einmal gerade nicht da, nicht verfügbar, kaputt. Und Sie können das Backup halt von dort dann nicht wiederherstellen, haben Sie genau dasselbe Thema. Eine zweite Location ist immer sinnvoll. Auch bei einem kleinen Unternehmen mit Vertretungsregelung können wir nur wieder darauf hinweisen, wie wichtig das auch ist, wie wichtig es ist, auch zwei Personen zu möglichst vielleicht kritischen Daten irgendwie Zugriff haben, weil wenn was Schlimmes passieren sollte und jemand längerfristig ausfällt und niemand hat das eine Passwort, das man braucht, um irgendwas zu administrieren oder gewisse Daten abzurufen oder etwas zu entschlüsseln, dann steht auch dort alles Kopf. Bei Hot, Warm und Cold Sites, das ist jetzt im KMU-Bereich möglicherweise etwas überzogen, aber wir haben eine Alternative mitgebracht. Was das bedeutet, ist, die Temperatur, wenn man so will, zeigt an, wie betriebsfertig eine Ausweichfläche ist. Das heißt, ich könnte mir als großes Unternehmen möglicherweise leisten, dass ich mir parallel zu meinem normalen Betrieb eine zweite Ausweichfläche komplett mitbetreibe. Das wird jetzt im KMU-Umfeld weder leistbar noch sinnvoll sein. Aber es gibt auch Möglichkeiten, zum Beispiel Vereinbarungen zu haben, dass Sie das Tagesgeschäft zum Beispiel kurzfristig in das Büro von einer benachbarten Firma verlagern. Also das könnte möglich sein. Es kann auch eine bidirektionale Vereinbarung sein. Und das kann im Ernstfall dazu führen, dass Sie einfach innerhalb ein paar Stunden möglicherweise, wenn Sie alle mit den Laptops rüberwandern können, den Betrieb wieder aufnehmen können, anstatt halt vielleicht Tage oder sogar Wochen lahmgelegt zu sein. Das heißt, unsere Top-Vorschläge sind Redundanz, Datensicherungen, Vertretungsregelungen, Wissensaustausch sind große Themen, das ist uns bewusst, und vereinbaren mit externen Dienstleistern, dass Sie auch als Plan B andere Unternehmen, vielleicht Berater, Beraterinnen heranziehen können oder halt auch gewisse andere Plattformen nutzen können. Das ist die Strategieentwicklung basierend auf dem, was bei Ihnen kritisch ist. All das muss in einen Notfallplan wandern. Danke. Ja, wir kommen nun zum Notfallplan. Also das, was wir jetzt in der BIA und in der Strategie als Ergebnis identifiziert haben, also was sind meine kritischen Geschäftsprozesse, welche Strategie habe ich, kommt in den Notfallplan auf eine strukturierte Art und Weise. Also das ist die Dokumentation des Vorgehens, wirklich die Schritt-für-Schritt-Anleitung des Vorgehens, wenn dieser Notfall oder die Krise eintrifft, dass man den Notfallplan zur Hand hat und hier Schritt für Schritt die aus den zuvor geplanten Strategie einfach abarbeiten kann. Immer auch unter dem Blickwinkel, dass wenn einmal ein Notfall eintrifft, dass Sie vielleicht unter Stress stehen, ja, dass alles sehr schnell gehen muss. Also ist es sehr wichtig, hier ein strukturiertes Vorgehen zu haben, sehr klar zu beschreiben, dass man nicht viel nachdenken muss, sondern wirklich das einfach abarbeiten kann. Und das entsprechend der jeweiligen Notfallszenarien, um hier wirklich schnell und korrekt reagieren zu können. Darin werden eben diese Aktivitäten für die Einleitung und Aufrechterhaltung eines Notbetriebes definiert,
für jedes einzelne Szenario, dann auch die Rollen und deren Zuständigkeiten, Stichwort Bau, wie zuvor gehört, und die wesentlichen Kontaktinformationen, also sowohl intern als auch extern. Wir haben hier eine Struktur für einen Notfallplan abgebildet. Auch da gibt es wieder mittlerweile sehr gute Quellen, die Sie wiederverwenden können. Und ja, wir empfehlen immer wieder, das Rad nicht neu zu erfinden, sondern wirklich auf gute Quellen zurückzugreifen, die schon existieren. Also wie kann ich vorgehen in der Erstellung des Notfallplans? Erster Schritt ist die Vorbereitung. Also wie sollen die Notfallpläne dokumentiert werden? Welche Informationen habe ich bereits aus der Business Impact Analyse, aus der Strategieentwicklung? Auch die Verantwortlichkeit. Wer ist denn verantwortlich für die Notfallpläne? Wann müssen diese erstellt werden? Und auch ganz, ganz wichtig, wo ist der Aufbewahrungsort? Denn wenn beispielsweise ich im Unternehmen das Problem habe, dass meine Daten weg sind, ist es, die digitalen Daten weg sind, dann sind auch potenziell die digitalen Notfallpläne weg. Das bedeutet, ähnlich wie beim Backup, dass wir unbedingt die Notfallpläne auch physisch analog an einem physisch getrennten Aufbewahrungsort bestenfalls aufbewahren und leicht zugänglich machen für die jeweiligen Verantwortlichen im Notfall. Und natürlich, dass die Verantwortlichen wissen, wo diese Notfallpläne gelagert sind. Der Schritt 2, die Erstellung der Notfallpläne, sind im Prinzip die Notfallmaßnahmen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, also die Übersicht der zeitkritischen Prozesse und Ressourcen dargestellt, dann die Schritt für Schritt Notfallmaßnahmen je Ressource und dann auch Verweise, mögliche Verweise auf notfallrelevante Dokumente, sowohl für interne als auch externe Kontakte. Wiederum mit den Verantwortlichkeiten. Und zu guter Letzt ist es auch immer wieder notwendig, in diesen Prozessen hier kontinuierlich zu verbessern, die Qualitätssicherung und die Freigabe. Es können sich ja über die Zeit hinweg Dinge, Situationen wieder ändern. Also in einem ersten Schritt mal die Vollständigkeitsprüfung zu sehen, ist das Ganze plausibel und aktuell, also regelmäßig wiederholen. Einmal jährlich wäre eine Empfehlung dahingehend und die formale Freigabe. Also ganz simplifiziert haben wir das wieder anhand unserer Beispiele dargestellt. Was muss man griffbereit haben? Wo liegt der Notfallplan? Wissen alle darüber Bescheid? Und wir haben hier das Szenario beispielsweise Telefonausfall angenommen. Es gibt eine Voice-over-IP-Leitung, das ist die Sofortmaßnahme im Notbetrieb. Das ist eine Rufumleitung auf ein Notfalltelefon, vielleicht mobil. Und die Kontaktaufnahme des Voice-over-IP-Betreibers. Es können auch mehrere Personen verantwortlich sein. Und das muss klar und Schritt für Schritt dargestellt werden. Das gleiche Pendant in der Situation Datenverlust, wiederum die Schritte zur Etablierung des Notbetriebs, Schritt für Schritt Anleitung und dann gleichzeitig auch wiederum zur Wiederherstellung. Auch hier können unterschiedliche Personen natürlich verantwortlich sein und sehr oft hat man da auch die getrennten Verantwortlichkeiten, insbesondere die Personen, die beispielsweise für den Notbetrieb verantwortlich sind und diejenigen, die sich parallel um die Wiederherstellung kümmern. Also unsere Tipps dahingehend, wiederum Vorlagen verwenden und so genau wie möglich und klar dokumentieren, denn im echten Notfall bleibt eben nicht die Zeit und ist es oft viel zu stressig, um lange darüber nachzudenken, wenn die Beschreibungen zu kompliziert sind. Ja, und der nächste Schritt ist üben, üben, üben. Also, das bedeutet, wir haben nun unsere Notfallpläne, wir wollen diese auch üben, weil nur durch die praxisnahe Übung kommen wir auf mögliche Widersprüche in den Plänen drauf, möglicherweise auch Fehler, wie die Kollegin vorhin schon auch als Beispiel genannt hat. Was ist, wenn mein Backup
neben dem Server liegt und ein Feuer hat beispielsweise den Serverraum zerstört, dann sind die Backups auch weg. Also auch bei den Übungen und Tests ist es durchaus sinnvoll, wirklich Szenarien sich auch zu überlegen. Dahin gibt es auch verschiedene Methoden, also beispielsweise eben die Funktionstests, also das betrifft die Validierung der Maßnahmen aus dem Notfallplan, vor allem die Sofortmaßnahmen, dann die technischen Maßnahmen zu testen, einfach mal schauen, funktioniert die redundante IT-Komponente und die Leitung auch. Und eine der wichtigsten Tests, wo wir immer wieder sehen, und das ist auch in großen Unternehmen so, die Datenwiederherstellung. Es hilft nichts, wenn wir regelmäßig, oft auch sogar täglich Backups machen, aber es prüft niemand, ob diese Backups auch tatsächlich funktionieren. Manchmal werden, sehr oft werden die Backups auch verschlüsselt gemacht und dann ist vielleicht die Verschlüsselung fehlerhaft oder der Schlüssel ging verloren. Also diese Erfahrung haben wir sehr oft gemacht, dass dann im Ernstfall eine Wiederherstellung leider nicht mehr geklappt hat. Das kann man im Normalbetrieb hin und wieder mal prüfen und muss auch nicht unbedingt so aufwendig sein. Auch die Überprüfung der Alarmierung, ganz zu Beginn haben wir über dieses Thema gesprochen, also Alarmierung, Monitoring-Systeme und so weiter, ist natürlich ganz essentiell und wird auch im Rahmen von Übungen und Tests gemacht, denn hier kann man ja simulieren, dass beispielsweise ein Server ausgefallen ist und überprüfen, ob jeweilige Monitoring- und Alarmierungssysteme auch tatsächlich funktionieren. Also wiederum als Beispiel, bei der Datenwiederherstellung im Notbetrieb wären die Schritte die Verifizierung, dass alternative Datenablagen für den Notbetrieb verfügbar sind, die Verifizierung, dass alle involvierten MitarbeiterInnen wissen, wie sie sich im Notfall zu verhalten haben, dass alle wissen, wo sind die Notfallpläne und dann parallel wiederum die Wiederherstellung, die aktive Durchführung aller im Notfallplan gelisteten Schritte und wirklich Schritt für Schritt, so wie es im Notfallplan definiert ist. Dann wiederum die Verifizierung, dass die Daten auch vollständig wiederhergestellt werden können, Verifizierung, ob das Alter beispielsweise der Wiederherstellung auch korrekt ist, weil sonst muss man vielleicht etwas an den Backup-Zyklen ändern und dann in weiterer Folge eben die Korrektur auf Basis der Ergebnisse der Übungen und Tests. Viele unserer Kunden haben das auch wirklich genannt, dass die Übungen und Tests leider manchmal etwas vernachlässigt werden, aber in Wirklichkeit wirklich einen der wichtigsten Punkte eines funktionierenden BCMs darstellen. Also wirklich, wir können nur empfehlen, diese Übungen ernst zu nehmen, denn nur durch Üben können Sie sich auf den Ernstfall wirklich vorbereiten. Auch unterschiedliche Übungstypen zu planen und in einem Zyklus zu etablieren. Und wie ich es auch schon vorhin erwähnt habe, das heißt nicht, dass Übungen unbedingt zwangsweise aufwendig sein müssen. Es können manche Dinge auch sehr einfach im laufenden Betrieb mitgetestet werden. Und dann weiß ich, okay, dieses System oder diese Schritte funktionieren dann tatsächlich auch im Ernstfall. Mit diesen Worten darf ich wieder an meine Kollegin übergeben. Dankeschön. Das waren die vier grundlegenden Schritte zur Initiierung eines Business Continuity Managements. Sie fragen sich möglicherweise oder denken sich, klingt anstrengend. Wir werden nicht abstreiten, dass es zeitintensiv ist, sowas einmal vor allem initial aufzustellen. Und es drängt sich vielleicht auch die Frage auf, schaffe ich es nicht durch den Notfall ohne? Unsere Antwort darauf ist vielleicht, ja, kann sein, kann man vorher nicht wissen. Und wenn Sie diese Sicherheit haben möchten und auch sicher sein möchten, dass Sie in einem Notfall, in einer Krise und früher oder später erwischt es uns wirklich alle. Das können wir mittlerweile so gut wie garantieren. Wir haben es gesehen in den letzten Jahren. Wenn Sie sich sicher sein wollen, dass Sie gute Handhabung haben in so einem Moment, können wir Ihnen nur mitgeben, Business Continuity Management nicht zu machen, ist so lang billiger, bis was passiert. Weil wenn dann was passiert,
dann werden die Kosten, der Zeitverlust, Imageverlust, aber möglicherweise halt auch entgangener Gewinn dadurch, dass sie nicht arbeiten können oder das Unternehmen nicht funktionsfähig ist, einfach in die Höhe schnellen. Unser Fazit aus dem Ganzen ist, wenn Sie in BCM investieren, investieren Sie in die Zukunft Ihres Unternehmens. Niemand von uns ist wirklich hundertprozentig sicher, das gibt es einfach nicht. Und insofern hilft es nur, sich vorzubereiten und sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren in dieser Vorbereitung, aber sich dennoch vorzubereiten. Es gibt auch sehr, sehr viele Ressourcen. Alles, was wir Ihnen heute erzählt haben, haben auch nicht wir erfunden. Genauso können Sie auf diese Ressourcen zurückgreifen. Deswegen haben wir auch eine Ressourcensammlung mitgebracht. Dazu kommen wir gleich. Und Punkt Nummer 3, Sie dürfen sich Unterstützung holen, weil Sie sind gut in Ihrem Kerngeschäft, was auch immer das sein mag. Andere sind gut in IT-Dingen und vielleicht in Business Continuity Management. Das ist okay so. Und wir sind zur gegenseitigen Unterstützung da. Und deswegen, wenn das einfach ein Thema ist, das Sie sich alleine auch nicht zutrauen, ist das keine Schande, weil Sie haben Ihre Stärken woanders und sollen sich ja auch auf das konzentrieren können, damit Ihr Unternehmen so gut wie möglich weiter bestehen und wachsen kann. Wenn Sie sich nun einlesen möchten und gewisse Dinge noch mal genauer ansehen möchten, haben wir einen Überblick über relevante Normen und Standards mitgebracht. Das ist ein großes Sammelsurium schon, da sehen Sie relativ viel. In der Mitte steht auch BSI 200-4. Das BSI ist das Deutsche Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Die haben unheimlich viele, und das ist keine Übertreibung, Unterlagen, die Sie einfach herunterladen können. Das ist alles kostenfrei. Das ist ein sehr detaillierter Standard, der aber auch ein Umsetzungsrahmenwerk hat für kleinere Unternehmen, die dann schrittweise BCM aufbauen. Und genau daran können Sie sich orientieren. Da gibt es begleitend dazu auch noch sehr viele Hilfsmittel wie Dokumentenvorlagen und Beispieltexte. Also wirklich volle Word-Vorlagen für einen Notfallplan oder für die Business Impact Analyse. All diese Dinge müssen Sie sich nicht aus den Fingern saugen, sondern Sie müssen es theoretisch befüllen. Und wenn Sie Hilfe brauchen, dann können Sie es mit Hilfe befüllen. Wir hoffen, dass die theoretischen und praktischen Insights, dass diese Ressourcensammlung, unsere Quellen Ihnen irgendwo helfen, das Thema anzugehen, und freuen uns auf Ihre Fragen. Danke mal soweit. Ja, vielen Dank, Frau Bürger und Frau Rammeter. Frau Bürger, ein Zuhörer schreibt auch, wie bekomme ich generische Notfallspläne, um sie dann auf meine Situation anzupassen? Ist das schon dabei bei diesem Ressourcenkatalog, ja, von dem Sie gerade gesprochen haben? Es gibt die Ressource, die ich gerade erwähnt habe, gibt es einmal mit Beispieltext und einmal ohne Beispieltexte. Das ist einmal das eine. Das ist jetzt nicht alles generisch nur mehr zum Auswählen drinnen. Aber parallel dazu gibt es auch, nur damit ich kurz überlege, es gibt zum Beispiel einen Katalog für elementare Gefährdungen. Heißt einfach elementare Gefährdungen. Sind um die 50 Stück, 47 glaube ich. Und es ist einfach eine Liste, die Sie sich durchdenken können. Was könnte Ihnen denn alles passieren? Und das können Sie dann auf Ihr Unternehmen umlegen. Und damit, mit der Hilfe, können Sie den Notfallplan oder auch die Business Impact Analyse befüllen. Vielen Dank. Eine andere Frage kam auch vorhin schon. Welche und wie kann man Übungen und Tests vorbereiten, durchführen, um Erkenntnisse zu gewinnen? Da empfiehlt es sich, eine Art Prüfkonzept zu machen. Da gibt es auch in den Standards auch die Auflistung, welche unterschiedliche Prüftypen es gibt, und tatsächlich auch ein Hilfsmittel, eine Vorlage für ein Prüfkonzept, wirklich mit Schritten, was soll ich reinschreiben, so eine Art, wie ein Drehbuch quasi. Also auch da empfiehlt es sich, ins Detail reinzugehen, wenn das möglich ist, und alle involvierten Personen einfach hereinzunehmen und das gemeinsam sich durchzudenken und dann wirklich ernsthaft durchzuspielen. Und auch da ist es wirklich nichts. Und das ist natürlich immer die große Angst. Wie ginge auch mir so, wenn ich es für mein eigenes Unternehmen machen müsste? Wo fange ich denn an? Genau in dieser Hilfsmittelsammlung. Lesen Sie sich durch und Sie werden draufkommen, das ist alles keine so große Hexerei, wie es zuerst scheint.
Okay, ja, Sie haben das sehr schön in Blöcken geteilt. Sie haben von der Analyse zuerst gesprochen, Strategie, Notfallplan und dann Übungen und Tests machen. Ich würde jetzt gerne noch eine Frage zum Thema Analyse stellen. An welchen Szenarien orientiere ich mich da? Wie kann ich sicherstellen, dass ich kein wichtiges Szenario vergessen habe? Mhm. Heidelinde, magst du das nehmen? Ja, ich kann ja da nur erweitern an dem, was du vorhin schon gesagt hast. Es gibt eben Kataloge für elementare Gefährdungen und Situationen. Und hier können Sie eben auf Basis dessen durchgehen, was Ihnen passieren könnte. Es gibt auch diverse branchenspezifische Standards. Aber ja, letztendlich auf Basis der elementaren Gefährdungen mal durchgehen und überlegen, das sind faktisch Risikogefährdungen, wie wirken sich diese auf meine kritischen Geschäftsprozesse möglicherweise aus, beispielsweise eben Feuer, Stromausfall, ja, Internetausfall etc. Und einfach wirklich immer in den Bezug der eigenen Geschäftsprozesse zu setzen. Und zur Ergänzung, bei diesen Gefährdungen, das basiert einfach auf sogenannten Bausteinen, wie das Bundesamt in Deutschland genannt hat. Es gibt sehr detaillierte Beschreibungen zu diesen einzelnen Bausteinen, inklusive auch schon Ansätzen für Maßnahmen. Also das ist, kann man so sehen, ist natürlich ein riesiges Kompendium, aber wenn man sich die einzelnen Dinge rauspickt, die man braucht, ist das schon auch ein bisschen ein One-Stop-Shop für einmal die Grundlagen von dem Ganzen. Also BSI, also Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, können wir sehr empfehlen. Da kommt noch eine Frage dazu. Ist das IT-Blackout im Sinne eines Strom-Blackouts in den Leitfäden auch das BSI zum Beispiel enthalten? Strom, also Stromausfall ist auf jeden Fall mit drin dabei, ja. In welchem Krisengrad das jetzt drinnen steht, kann ich aus dem FF gerade nicht sagen, aber Stromausfall ist auf jeden Fall mit drinnen, weil, ich meine, wer hat es im Homeoffice noch nicht erlebt, ist ja vielen passiert, aber natürlich genauso wie auch der Bagger vorhin, ja, der einfach mal da die Leitung erwischt. Das ist auf jeden Fall etwas, das die Menschheit schon sehr lange beschäftigt und das BSI auch mitbedacht hat. Gut, noch eine andere Frage, sogar Lob. Gute Arbeit, die Damen, für einen tagesweiten Stromausfall. Was empfehlen Sie für einen normalen Vier-Personen-Haushalt und Betrieb von zwei Laptops? In Klammer, ich bin IT-Berater und Homeworking ist die Regel. Fragt der liebe. Also wenn der Strom ausfällt, habe ich das richtig verstanden? Also, ja, zu Hause, ich meine, ich habe jetzt auch keine redundante Leitung, muss ich auch gestehen. Ja, also ich habe meine Steckdosen und wenn die nicht gehen, dann gehen sie nicht. Also was ich mir da vorstellen kann, wäre halt möglicherweise auch bei der Hardware irgendwie vorzusorgen, dass man das halt irgendwie möglicherweise haben kann. Man könnte, und Heidelinde, bitte ergänzt, also was... Man kann da auch kreativ werden, ja. Versuchen, sich bei den Nachbarn irgendwie reinzubringen oder halt, was würdest du sagen? Shared Working, vielleicht auch genau, oder kooperativ. Ja. Wir haben es vorhin auch erwähnt, dass man kooperativ mit einem anderen Unternehmen genau diese Szenarien dann sich wirklich ausmacht. Und da gibt es auch wirklich Unternehmen, die miteinander vertraglich, im kleinen Sinne sind das wahrscheinlich Bekannte auch oder Freunde, dass man sich wirklich ausmacht, ja, im Falle eines Notfalls oder eben Shared Working Spaces, da hat man ja dann auch Strom in diesen Fällen fürs Equipment und auf der anderen Seite wiederum ja, Datenverlust und Daten, das ist immer so ein Thema, dass man diese auch berücksichtigt und kann ich auch sagen, Backups sind mittlerweile sehr, sehr wichtig geworden für Unternehmen und das eben nicht zu unterschätzen, dass diese auch wirklich getrennt sein sollten vom Netzwerk. Zum Teil natürlich. Und wenn wirklich gar nichts anderes geht, das ist jetzt natürlich keine besonders tolle Lösung, ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich muss 2-3 Stunden überbrücken, kann ich mir auch die Frage stellen, das muss ich zum Beispiel auch schon einmal machen, auf dem Weg halt von A nach B, kann ich mir dann irgendwo zwischenparken, einfach einmal kurz, wo ich weiß, da ist eine Steckdose. Und wenn ich mich in ein Café setzen muss, dann kann ich da vielleicht kurz überbrücken und das wäre etwas so wie ein Notbetrieb. Und darüber hinaus ist dann die Frage, kann ich mir so ein Coworking Space zum Beispiel auch als weitere Lösung, falls das länger ausfallen sollte, in petto halten. Ich wollte gerade sagen, kein Strom ist kein Internet, kein IP-Telefon, kein PC, kein Server. Dann können wir keine
Maßnahmen dagegen machen, oder? Es ist total schwierig, also auch bei uns, also wenn da jetzt halt der Strom einmal weg ist mit einem riesen Rechenzentrum drunter, dann springen halt die Dieselgeneratoren an bei uns zum Beispiel, dann ist halt jetzt nur die Frage, wie viel Diesel ist da drinnen, ja, und wie kriegen wir den noch? Das ist jetzt ja tatsächlich eine Frage, die man sich dann auch stellt, aber das ist halt so die Big Picture Geschichte, ja, im Kleinen ist da natürlich oft schwierig, das, sich da so runterzubrechen. Aber auch Stichwort, da, bitte? Wenn ich ergänze, ein Stichwort Notstromaggregat, muss man sich natürlich auch wieder ökonomisch überlegen. Genau. Wir sind in einer relativ glücklichen Lage, würde ich sagen, in Österreich. Meine Schwiegereltern sind aus den USA, die haben sich tatsächlich gerade eben ein Notstromaggregat gekauft in New York State. Da sind Stromausfälle mittlerweile jeden Winter gang und gäbe, und zwar teilweise tagelang. Und da macht es dann Sinn. Also man sollte es natürlich immer hinsichtlich des tatsächlichen Risikos abhängig von Wahrscheinlichkeit und Schadenhöhe immer auch abwägen. Macht das jetzt Sinn hinsichtlich der Kosten für mich? Aber das wäre auch eine Möglichkeit natürlich, auch wie jemand im Chat auch geschrieben hat. Gut, dann vielen herzlichen Dank für Ihre Antworten, Frau Rammeter. Frau Bürger, vielen Dank für die Insights und die Tipps und Tricks, vielleicht doch dann das gute alte Fahrrad, wo man sich im Homeoffice raufwirft und vielleicht selbst Strom für uns. Oder Solar. Wer weiß, Solar, was noch kommt. Aber in der Tat, wir sind in Österreich schon sehr verwöhnt eigentlich, dass wir ein sehr stabiles Leben hier grundsätzlich haben. Deshalb bedanke ich mich sehr für diese Runde und für Ihre wirklich tolle Präsentation. Es sind viele Fragen auch gekommen, wo kann ich diese Präsentation nochmal anschauen. Liebe Zuschauerinnen, das wird alles gespeichert und Sie können jederzeit nochmal diese Folge durchgehen und auch auf Stopp drücken und sich die Charts in Ruhe nochmal durchlesen. Da war ja sehr, sehr viel Information zum Teil dabei. Wie gesagt, ich bedanke mich bei Ihnen auch zu Hause, dass Sie dabei waren und darf nur nochmal den Hinweis zur nächsten Folge geben, die am 27. April stattfindet, dann wieder um 16 Uhr zum Thema Scan, Viren und Co. mit erfahrenen IT-Security-Experten. Und ja, danke, bleiben Sie gesund. Und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön. Wiedersehen.